wenn Sie sagen, ich muss da mit Beispiel vorangehen, etwas, was dort auch eingebracht wurde, war sozusagen ein Antrag zur Legalisierung von Drogen. Welche Drogen nehmen Sie? Ich nehme Kaffee mit 4 Stück Süßstoff. Das ist auch schon so eine Art Subdroge. Aber mal im Ernst jetzt, also wenn man das fordert, wenn man sagt, irgendwie, das müssen wir dringend legalisieren, wie wird der dann immer spannend, wenn es konkret wird? Das ist richtig. Ich bin aber nicht so, also ich trinke viel, ja. Welche Drogen sollen legalisiert werden und wie? Also erstmal sollen alle Drogen legalisiert werden, was aber nicht bedeutet, dass sie dann im Supermarktregal stehen, sondern sie sollen kontrolliert herausgegeben werden. Man muss vorher erstmal eine generelle wissenschaftliche Untersuchung nochmal durchführen, welche Drogen sind wie gefährlich, welches Suchtpotenzial haben sie. Bestimmte Drogen werden dann nur vom Arzt verschrieben, also genau wie Medikamente. Und die werden dann sozusagen im Dialog zwischen Arzt und Patient verschrieben. Aber jetzt mal konkret. Also das konkret sieht dann so aus, ich gehe zum Arzt und sage, ich brauche was zum Kiffen oder wie? Könnte so aussehen. Oder ja, zu einer speziellen Ausgabestelle, ja. Und warum sagen soll sie, der Arzt das denn machen? Warum? Kiffen ist sehr, sehr gut. Also generell Marihuana wird ja eingesetzt in der chronischen Schmerztherapie. Weil das sehr viel weniger schädlich ist als Schmerzmittel. Stopp, aber das ist ja nicht das Thema. Also die heilende Wirkung von allen möglichen Substanzen, die ist ja das schon stimmt seit langem bekannt. Da haben Sie ja völlig recht. Aber wir reden ja nicht von kranken Menschen. Warum sollte ein Arzt Heroin verschreiben zum Beispiel? Nur wenn der Mensch schon heroinabhängig ist, wäre das zum Beispiel eine Riesenhilfe. Und wenn ein neuer Mensch zum Arzt kommt und sagt, geben Sie mir bitte Heroin, genau dann kann der Arzt ja fragen, warum brauchen Sie das denn? Und dann haben wir also eine Auffangmöglichkeit für Menschen, die große Probleme gerade haben im Leben. Man kann sie dann viel besser in Beratungen vermitteln, in Psychotherapie und so weiter. Und also für die schon süchtig sind, ist das eben eine Hilfe. Die Idee zu sagen, man muss das sozusagen aus der Illegalität herausholen, irgendwie, um dafür zu sorgen, dass diese Kriminellen dann damit kein Geld mehr verdienen, das finde ich ja nachvollziehbar und richtig, würde wahrscheinlich auch jeder unterschreiben. Aber wenn Sie es dann konkret umsetzen müssen, wird es schwierig. Es wird vielleicht ein bisschen schwierig, wobei wir ja auch ein bisschen Erfahrung haben, bestimmte Drogen sind zum Beispiel in Portugal schon entkriminalisiert. Und da gibt es zum Beispiel auch gute Anlaufstellen. Da gibt es ein Prozedere, das wird nicht strafrechtlich verfolgt, sondern da kommt man vor ein Tribunal aus einem Psychologen, einem Sozialarbeiter und so weiter, wenn man Drogen konsumiert. Das Wichtige ist, dass wenn ich eine Straftat begehe und mir passiert dabei Murks, zum Beispiel ich werde krank oder abhängig, dann kann ich mich nirgendwohin um Hilfe wenden, weil ich eine Straftat begangen habe und ich muss das verbergen. Wenn ich das nicht mehr verbergen müsste, dann wäre es viel leichter, mir zu helfen. Wir wissen, dass Menschen tatsächlich eher Drogen konsumieren, wenn diese illegal sind, aus dem Reiz des Verbotenen heraus und eher in diese Spiralen geraten, über Dealer etc., als wenn sie bewusst vor die Entscheidung gestellt werden. Denn dann sind die meisten Menschen so klug zu sagen, nein. Eine Prävention und Aufklärung, darum geht es uns am meisten. Was ich